Hallo und herzlich willkommen zusammen zu unserem heutigen Webinar. Schränken Sie sich nicht ein. Vier Tipps zur Verstärkung Ihres B2B-Marketings. Mein Name ist Hendrik Oellers, Senior Director Sales von DACH hier der Region von TechTarget. Und bei mir sind heute zwei Experten zum Thema. Ich begrüße ganz herzlich Peter O'Neill, Research Director at Research in Action. Hallo Peter, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Alexandra Kori, Director Demand Generation at Teradata. Und auch sehr schön herzlich willkommen, Alex, dass du teilnimmst. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, zu unserer heutigen Agenda. Und ich werde jetzt mal ganz kurz hier schon Screen Share machen, sodass wir dann loslegen können. Ist letztendlich ein Live-Webinar, was wir heute machen. Wir können natürlich dementsprechend auch Fragen stellen. Sie können Fragen am Ende stellen. Wir werden dementsprechend hier anfangen mit unserer Agenda zum Thema den vier Tipps zur Verstärkung Ihres B2B-Marketings. Da werde ich Sie durchführen. Und dann wird Peter O'Neill, der Research Director von Research in Action, etwas über die neue Studie erzählen im Bereich von ABM für den Dachmarkt, wo er Ergebnisse sozusagen heute präsentiert. Und am Ende gehen wir, oder ich sozusagen, mit Alexandra Kori in eine kleine Frage-Antwort-Runde zum Thema ABM-Ansatz von Teradata, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren, wie Sie da rangehen von der Unternehmung her und welche Erfahrungswerte Sie erzielt haben. Wie gesagt, ist ein Live-Webinar. Wir haben die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Gerne nehmen wir die Fragen dann auf und werden die dann dementsprechend am Ende dieser Präsentation beantworten. Ja, der technologische Einkaufsprozess ist definitiv verändert in 2022. Die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen ist gesteigert im IT-Kaufprozess, vornehmlich aufgrund von einer veränderten Komplexität der Anforderungen, zum Beispiel der Sicherheitsbedürfnisse und demzufolge die Einbeziehung im Entscheidungsprozess von diversen Teams und Unternehmenseinheiten. Kommende Trends wie As-a-Service-Technologien, Machine Learning und AI und IoT fördern zudem eine sehr komplexe IT-Landschaft. Verschiedene Personen sind nun Teil des Rechercheteams. Beide Business- und technische Departments und jegliche Jobtitel sind involviert. Dazu kommt die neu entwickelte B2B-Buying-Journey. Laut Gartner entfernt B2B-Käufer weiter von potenziellen Anbietern. Bis zu 83% ihrer Zeit verbringen diese nicht mit potenziellen Anbietern im Rahmen ihrer Recherche. In einem komplexen und nicht linearen Umfeld, welches in der Regel 6 bis 10 Entscheider, Influencer beinhaltet, die alle im Schnitt 4 bis 5 Content-Assets von Anbietern konsumieren. Also sehr komplexe Umgebung, die wir hier sehen. Und das kommt zu unserem Hauptthema dieses Webinars heute. Lassen Sie sich nicht in eine Ecke drängen. Ne? Wir haben hier 4 Tipps zusammengefasst zur Verstärkung Ihrer ABM-Strategie im Jahr 2022. Aber natürlich nicht nur ABM, sondern rein im Bereich von B2B-Marketing, was wir sehen aus unseren Erfahrungswerten, was wichtig ist. Also wenn wir auf 2022 schauen, ist es sehr wichtig, sich nicht selbst in eine Ecke zu stellen und so gegebenenfalls mögliche innovative Ansätze des B2B-Marketings zu verpassen. Die 4 Tipps, die wir auf Basis unserer Erfahrungswerte heute geben, beziehen sich auf das ABM-Listen-Universum, die Always-On-Debatte, wie Einkaufsteams sich verändern und eine effektive Automatisierung ihrer Maßnahmen. Stichwort Integration von Daten, Intentsignale, Einspielen etc. in den Nurture. Kommen wir zu Tipp 1. Lassen Sie uns da über den Tipp 1 sozusagen starten. Aufbau einer ABM-Strategie und dem Listen-Universum. Ich bin sicher, 90% und mehr derjenigen, die dieses Webinar soeben ansehen, besitzen eine ABM-Strategie. Aber wo kommt diese ABM-Strategie eigentlich genau her? Der Bedarf nach einer ABM-Strategie ist für viele Organisationen heute strategisch sehr wichtig. Die Gruppierung von Firmen und Industrien, um eine ABM-Targetliste zu erstellen, ist entscheidend für den Erfolg. Unser erster Tipp bezieht sich daher auf das Lookalike-Modell. Wenn Sie zum Beispiel auf die Finance-Industrie abzielen, stellen Sie sicher, dass Sie wirklich auch alle Firmen im Finance, im Markt, die jetzt gerade unterwegs sind, kennen. Dieses Modell kann für die Ergänzung Ihrer bestehenden ABM-Account-Listen genutzt werden, indem man diese mit anderen Accounts im Markt, welche sehr aktiv sind, zum Beispiel auf Basis von echten Intentsignalen, die man misst, vergleicht und erweitert. Nachfolgend ein Echtzeitbeispiel anhand von Teradatas EMEA-Account.
von 873 Accounts auf der Teradata Named Account Liste haben wir 483 Accounts als derzeit aktiv rund um Analytics-Themen auf unserem Netzwerk sozusagen identifiziert. Das ist schon ein ganz guter Match. Man muss aber sagen, dass der Total Addressable Market, also alle Accounts im EMEA-Bereich für Analytics-Themen mittlerweile oder da jetzt gerade eben bei 16.557 liegt. Das heißt, man verliert dementsprechend, wenn man sich nur auf diese Account-Potenziale dementsprechend auf der ABM-Liste fokussiert, sehr, sehr viel Potenzial. Das heißt, diese Lookalike-Analyse, die wir getätigt haben, identifiziert oder hat nochmal erweiterte sozusagen 1.900 Account-Profile hervorgebracht. Und zusätzlich über 5.370 Kontakte dazu. Das heißt, der Total Addressable Market, wenn wir sprechen davon, dieser Gesamtmarkt aller aktiven Accounts im Profil in einem spezifischen Segment, außerhalb der 873 Teradata Accounts, besteht wirklich aus wesentlich mehr Accounts. Und wenn man diese Lookalike-Analyse annimmt und beziehungsweise mit hinzufügt zu seiner ABM-Strategie, hat man jetzt in diesem Fall zum Beispiel bei Teradata eine dreimal größere TAM, also größere Total Addressable Market, den man erreichen kann. Und dementsprechend dann natürlich auch wiederum hilft das, seine Market Share zu generieren, da Größe zu vergrößern und mehr Umsatz letztendlich für seine Lösung zu generieren. Das führt uns direkt zu Tipp 2. Die Always-On-Strategie, also laut Tech Targets European Media Consumption Studie 2021, sammeln 79% der B2B-Käufer die meisten Informationen, um ihren Online-Technologie-Einkauf zu unterstützen, ohne direktes Engagement mit Technologieanbietern. Das heißt, wie Sie in dem Sinne dazu kommt, dass 84% eher bereit sind, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, den sie bereits kennen. Das heißt, der Käufer ist somit unsichtbar für Sie als Hersteller, es sei denn, Sie werden sichtbar. Immer an jeder Stufe seiner digitalen Buying Journey. Und Loyalität, das wissen wir alle, ist heute nicht mehr das, was es mal war. Gerade im Online-Recherche-Bereich ist alles dynamisch, innovativ getrieben. Und man muss auch wirklich sagen, dass dementsprechend hier von allen Dingen dieser komplexe Einkaufsprozess dementsprechend entscheidend ist. Und 68% dieser Firmen, Unternehmen haben in den letzten 3 Jahren ihren IT-Anbieter gewechselt oder neue Anbieter für IT-Produkte und Services hinzugefügt. Die Komplexität im Einkaufsprozess hat auch den Käufer sozusagen geändert und solche, die in der Entscheidung involviert sind. Tipp 3 steht im engen Zusammenhang mit diesem Aspekt. Limitieren Sie Ihre Sichtbarkeit nicht im komplexen Einkaufsteam. In 2022 besteht dieses aus 7 und mehr Personen. Je nach Größe des Projekts denken Sie beispielsweise an ein Enterprise Cloud Projekt, wo auch mehr Personen sozusagen involviert sind in der Regel. Hinzu kommt, Jobtitel sind komplizierter und unterschiedlicher als jemals zuvor. Mit der Aussage von 40% der Käufer, dass die Entscheidungsfindung auf verschiedene Abteilungen aufgeteilt wird. Und weiter, die Zunahme von Managed Service Provider macht die Entscheidungsfindung sogar noch komplexer. Nur, wie können wir das komplette und komplexe Einkaufsteam bestmöglich erfassen und auch nachhaltig mit unserer Botschaft beeinflussen? Diese Frage führt uns zu Tipp 4, der Automatisierung von Prozessen, um schneller auf die Erkauferbedürfnisse eingehen zu können und eine gewünschte Skalierbarkeit zu etablieren, die wiederum schnelleres Unternehmenswachstum ermöglicht. Laut Marketo Engage Benchmark können Firmen, die eine Marketing-Automation einsetzen, ihre Pipeline um 45% erweitern. Führende Marketing- und Sales-Intelligence-Tools wie beispielsweise Priority Engine von TechTarget erfassen so automatisiert auf wöchentlicher Ebene alle Intentsignale des gesamten Einkaufsteams und ermöglichen so die gezielte Nachverfolgung im thematisch bezogenen Nurture in ihrem System. Skalierbar, Automatisierung ist heute ein Standard, sollte auch ein Standard sein. 86% der Unternehmen investieren in Automatisierung und das ist natürlich ein großer Treiber im B2B-Marketing-Umfeld, um schneller wachsen zu können. Leider werden jedoch oft doppelt erfasste Leads, Engagements von der Marketing-Automatisierung ausgeschlossen, rejected. Wir sprechen hier beispielsweise von Marketo. Da viele Firmen das eigentlich so wünschen. Es besteht sicher noch Optimierungsbedarf, diese Mehrfachpotenziale besser intern zu nutzen und seine Einsicht nicht von vornherein einzuschränken. Beispielsweise hatte Peter O'Neill hierzu einen ausschlussreichen Blogbeitrag auf TechTarget veröffentlicht. Er hat einfach analysiert,
warum das so ist und warum diese was für Probleme damit einhergehen. Denn die Anzahl der Personen aus einem Unternehmen, die sich ihre Lösung anschauen oder in Betracht ziehen, wird nicht richtig erfasst. Das heißt, das ist letztendlich doch eine sehr relevante und sehr, sehr entscheidende Information, die dann auch ihnen hilft, hier das gesamte Buying-Team und deren gesamten Behavior sozusagen abzudecken. Und wer weiß schon, beispielsweise, wenn man jetzt eine Person vor 6 Monaten ins System bekommen hat, ob die dann überhaupt noch im Entscheidungsprozess so von Bedeutung ist oder involviert ist. Und wie erwähnt, Peter O'Neill, unser heutiger Sprecher und Experte, ich freue mich sehr, dass er gleich etwas mehr zu seiner ABM-DACH-Studie erzählen kann, hat letztendlich diese Probleme skizziert. Dieser Blogbeitrag, den können wir gerne auch im Anschluss dieses Webinars nochmal zur Verfügung stellen. Aber das Entscheidende ist wirklich in diesem Hintergrund, dass B2B-Einkäufe, wie zuvor auch bereits gelernt in unseren Tipps, stets in Teams getätigt werden. Also sollten wir nicht reduzieren das Ganze auf nur eine Person oder unterschiedliche Signale, die vielleicht nur von einer Person kommen und die nicht mehr aktuell sind. Wichtig ist letztendlich in Echtzeit permanente Signale zu messen und die dann auch einsetzen zu können im Rahmen seiner Marketingautomatisierung. Ich freue mich, dass Peter heute seine Expertise wirklich mit uns teilt zum Thema Account-Based Marketing und auch die Strategie, die bei Research in Action dementsprechend hier studiert wird bzw. auch empfohlen wird. In diesem Sinne gebe ich das Wort an Peter mit der Bitte um eine kleine Einführung zu seiner Person. Danach freue ich mich auf meinen Austausch mit Alexander Kuri von Teradata in Form eines Interviews mit praktischen Tipps und Tricks auf Basis der Erfahrungswerte von Teradata zum Thema ABM und Marketing Automation. Vielen Dank und in diesem Sinne sprechen wir uns später. So, Henrik, danke schön. Bitte jetzt deinen Share-Screen ausschalten. Jetzt kann ich das machen. Wunderbar. Play from start. Ich denke, jeder kann jetzt diese Bildschirme oder diese Screen sehen. Und vielen Dank für die Einladung, etwas zum Thema Account-Based Marketing hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erläutern. Ich bin als Research Analyst seit über 20 Jahren unterwegs, war bei Meta Group, bei Gartner Group und bei Forrester Research für eine lange Zeit. Und komischerweise diese ganze Zeit, obwohl ich weltweit tätig war, habe ich das immer aus meinem Homeoffice hier in der Nähe von Stuttgart machen können. So, ich dürfte dann beobachten, welche Unterschiede es gäbe zwischen B2B-Marketing, die wir hier in Deutschland machen im Unternehmen, und B2B-Marketing, die man sehr oft in den USA, in Kalifornien gesehen hat. Da gab es schon rasante Unterschiede in der Einsatz von Technologie und der Bereitschaft, Analytics zu nutzen und der Durchsatz von E-Commerce zum Beispiel, gibt es auch große Unterschiede. Jetzt arbeite ich seit ein paar Jahren als Selbstständiger und mit einigen verschiedenen Businesspartner. Der eine heißt B2B Marketing. Ich muss jetzt gucken, welche Hand ich hochbringe. Der B2B Marketing ist eine Organisation, die sitzt in London und auch in Chicago, bietet Events und Informationen-Website an und bestimmte Advisory Consulting an über eine Produktlinie Propolis. Und innerhalb dieser Propolis-Angebot bereite ich so ungefähr 7, 8 Premium Research Reports pro Jahr über verschiedenen B2B-Marketing-Themen. Nicht Technologie, sondern Organisation und Prozess und Änderungen in B2B-Marketing. Und dann mein anderer Zweig wäre mit Research in Action. Das ist der Grund für die heutigen Diskussion. Mit Research in Action bin ich unterwegs und wir machen globale Surveys über den Einsatz von Technologie für B2B-Marketing-Prozesse. Und ich publiziere so ungefähr 6, 7 solche Berichte pro Jahr, inklusive jedes Jahr einen Bericht über Vendoren und Trends und Präferenzen in das Thema Account-Based Marketing. Bin auch gebeten worden, spezifisch über den Status hier in Deutschland zu reden. Und Henrik, du hast schon erwähnt, dass es dieses Blog gibt. Da ist jetzt die erste Seite davon. Und da habe ich vielleicht ein Punkt rausgeholt, um zu zeigen, was ist der Unterschied zwischen, was wir hier in Deutschland eigentlich immer als Lead Management nennen, und auch noch dieses Jahr hält Marconomy eine Lead Management Konferenz in Würzburg. Ich finde das sehr merkwürdig, habe mit denen darüber diskutiert, aber die bleiben bei dieser Terminologie, Lead Management und Account-Based Marketing.
Und der krasse Unterschied ist, wenn man Lead Management macht, dann setzt man Lead Management Systeme ein. Und die Systeme sind meistens so geschrieben worden, definiert worden, dass man sehr schnell Duplikaten löschen soll. Eine Duplikat-Lead, das heißt, es kommt eine zweite Person von einer Firma auf der Website rein und recherchiert, das wird notiert und der Bediener von dem Marketing Automation System ist meistens aufgefordert, das zu löschen oder quasi in der Bibliothek zu verstecken. Duplikat-Leads werden so behandelt wie zwei Adressen oder zwei kleine Adressen, Dubletten in Adressmanagement. Und das ist sehr merkwürdig, weil ganz ehrlich, weil man jetzt in Digital Marketing so tätig ist, weil Kunden ihre Recherchen fast ausschließlich, haben die Zahlen schon gesehen, über Internet machen und nicht immer bei Vertrieb anrufen, ist der Anzahl von Leads, die reinkommen von einem Unternehmen, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Indikator für die Kaufinteresse, dass der Kunde zum Beispiel in Market wäre, dass er ein Budget hat und wirklich vorhat, zu investieren in das bestimmte Lösung, die man anbietet. Oder dass der Kunde, weil er so oft jetzt deine Website angeguckt, die Produkte angeschaut hat, tiefere Informationen geholt hat, dass wirklich es fast so weit ist, dass man vielleicht den Kaufentscheid treffen wird. Und das habe ich ein bisschen dokumentiert hier in diesem Blog und zeigt vielleicht den Unterschied zwischen Account-Based Marketing und Lead-Based Marketing oder das normale Standard-Lead-Management-Bereich. In Deutschland hier, wenn ich mit Google Deutschland ABM eingebe, komme ich hoch mit Accounts, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und zwar die erste drei oder vier Entries in Google sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahme-Artikeln. Account-Based Marketing würde gar nicht hochkommen. Google searcht ja, je nachdem, wie oft ein Begriff verwendet wird, gelinkt wird und so weiter. Das zeigt, wie schwach eigentlich Account-Based Marketing, ABM, als Begriff hier zu sehen ist in Deutschland. Sowohl Capterra Deutschland, Capterra ist eine Website, wo man gucken kann nach verschiedenen Solutions für ein bestimmtes Thema. Da kann man dann sein Thema eingeben, ABM. Man gibt ABM in Capterra Deutschland ein und man findet Solutions angeboten für Arbeitsmanagement-Plattformen. Auch nichts mit ABM zu tun. Es ist sehr, sehr merkwürdig und zeigt, wie wenig los ist hier in der deutschen Markt. Die ABM-Projekte, die ich kenne hier in Deutschland, sind großteils Unternehmen, die Tochterunternehmen sind von USA-Firmen oder englische Firmen, die eine globale, eine weltweite ABM-Kampagne, ABM-Programm durchführen und das inklusive auch den Dachgebiet hier in Deutschland. So, meine weltweite Umfragen beziehen sich über Asien, Nordamerika und Europa. Wir befragen 1500 Unternehmen, verteilt, wie man hier sieht. Und die Verteilung von Jobtitel unten rechts ist interessant. Der Hendrik hat erzählt, wie groß und komplex inzwischen Buying Center sind für verschiedene Business-to-Business-Angebote. Und aus dem Grund haben wir eine sehr breitbandige Verteilung hier von Jobtitles, weil die sind sehr wohl alle involviert in die meisten Business-Entscheidungen, die meisten Business-Investitionen. Nicht nur der Projektleiter selber für das Thema oder Marketing-Manager, der braucht eine Marketing-Software. Viele andere Abteilungen sind damit involviert und haben was zu sagen. Und alle diesen Menschen sind dabei über Internet, in der Website und recherchieren Informationen über das Angebot. Vielleicht ist es nicht das Produkt, sondern der Anbieter selber, die recherchiert wird. Viability von Anbieter, Reliability von Service, die gucken, welche andere Kunden von diesen Anbietern sind und so weiter. Das ist alles wichtige Informationen, die inzwischen jemand bereitstellen muss, weil diese Buying Center jetzt so komplex und so breit gestellt ist. Der Befragung, die wir machen, zum Beispiel bei Thema ABM, war das in Q3 von letztes Jahr. Wir definieren das Thema. Wir haben da eine gute Definition von Account-Based Marketing, die wir da anbieten, dass jeder versteht, um was es geht, dass wir die richtigen Leute finden im Unternehmen, mit denen wir das besprechen können.
dann fragen wir dann über Herausforderungen, über Präferenzen und so weiter. Und dann eigentlich eher am Ende die Befragung fragen wir, welche ein oder vielleicht sogar zwei Anbieter kennen Sie für dieses Thema und was meinen Sie zur Customer Satisfaction, Price Value Quality und verschiedene andere Kriterien. Und diese Bewertungen sammeln wir dann in unsere Survey. Nachher kommen die Ergebnisse dann in ein weiteres Slide nachher. So, eine der Fragen, die wir gestellt haben, ist, ja, warum überhaupt? Was ist der Haupttreiber, dass Sie investieren in Account-Based Marketing? Vergessen Sie nicht, das ist jetzt hier eine globale Survey, die Daten, die Sie hier sehen, nicht in Deutschland. Ja, es geht hauptsächlich um den erhöhten Einsatz von Digital Marketing. Wenn eins passiert ist in den letzten 3 Jahren, wegen Covid und die ganzen Krisen, Working from Home und so weiter und so weiter. Das ist die Wichtigkeit von Digital Marketing ist jetzt ungeheuer, hat sich erhöht ungeheuer. Und nicht nur, dass man mehr und mehr über Digital Marketing anbietet, sondern man ist jetzt sehr bewusst in Marketing, dass wenn man Content anbietet auf der Website, muss man bestrebt sein, dass es personalisiert wird. Auf das Minimum industriespezifisch. Wenn es noch besser wird und die Technologien liegen ja da jetzt, kann man das auf den Jobtitel spezifisch demonstrieren. Wenn man weiß, dass der Person schon einige Mal auf der Website besucht hat, dann müsste man eigentlich technologisch in der Lage sein, sogar die Information an Peter O'Neill darzustellen und das persönlich, wirklich persönlich darzustellen. Und das ist die erste Bestrebung, wenn man Account-Based Marketing jetzt zusammenstellt. Das war der Nummer 1 Prioritäten. Nummer 2, welche Überraschung? Das Marketing bestrebt ist, bessere Qualität von Leads zu liefern an ihre Kollegen in Sales. Ist eigentlich vielleicht auch eine Standard-Prioritätsliste von fast allen Marketing-Automation-Software-Projekten, ganz ehrlich. So, ich würde nicht zu aufgeregt sein, um diese Nummern zu sehen, aber die nächste Befragung, die wir gestellt haben, ist vielleicht sehr relevant jetzt für das Thema Account-Based Marketing. Nochmal da in der Grafik 32% bis 18%, das sind die globale Antworten. Wir hatten da definiert 4 Arten von Account-Based Marketing. Firmen, die so gerade anfangen mit Account-Based Marketing, das ist ad hoc. Die experimentieren ein bisschen, die finden raus, welche Art von Account-Based Marketing denen am besten passt. Bauen sie neue Kontenlisten oder haben sie eine Fixkontenliste und müssen dieses besser verarbeiten, vertiefen. Es ist verschieden, je nachdem, welche Geschäftsstrategie da vorhanden ist oder in welchem Markt das Unternehmen sich bewegt. So ad hoc. Und dann ABM Lite wäre die nächste Phase, wo man wirklich dann Prozesse etabliert, wo man Account-Based Marketing Content versammelt hat, Bedarf gesammelt hat über den Kunden und den Accounts und dieses wieder darstellt in Content oder Information und aktiven Alerts für Vertriebsmannschaft. Das ist ja eine Zusammenarbeit in den meisten Fällen zwischen Marketing und Vertrieb. Nach Ad hoc Light kommt dann Strategic, wo eine Firma wirklich dann vielleicht umorganisiert hat, ganz sicherlich Geschäftsprozesse etabliert hat, um Account-Based Marketing richtig voll integriert in das gesamte Prozess da zu haben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die jetzt auch Gebrauch davon machen von, sagen wir, Werbungstechnologien, Targeting, Retargeting und so weiter, für Leute, die an Website kommen und wieder abbrechen und weggehen, aber die haben irgendwas hinterlassen, Cookies oder andere Informationen. Da kann man Online-Werbung für diese Firmen dann stellen, für diese Personen stellen. Und das wäre Programmatik. Sie sehen, in den USA ist Programmatik, ABM, sehr populär. Das heißt, unten rechts habe ich versucht, das ein bisschen aufzuteilen von der globalen Verteilung in North America und Europa. Da sehen Sie schon Unterschiede. Europa ad hoc bei über einem Drittel weiterhin. So, man ist erst am Anfang. Und dann habe ich sogar die Zahl für Deutschland mal rausgeholt aus unserer Studie. Wir hatten 200 in den DACH-Regionen innerhalb unserer 1500 Survey. Ungefähr 100 von denen in DACH haben uns Informationen gegeben zu dieser Frage. Und 63 davon geben zu, die sind erst in der Ad-Hoc-Phase für Account-Based Marketing. Das heißt, für alle ABM-Anbieter hier in Deutschland eine riesen Opportunity, den Markt zu helfen,
eine gewisse Education und Thought Leadership bereitzustellen und Unternehmen zu helfen, Account-Based Marketing-Prozesse einzuführen in ihre Unternehmen. Was klicke ich jetzt? Ah ja. So, wie gesagt, als ich meine Survey beschrieben habe, habe ich gesagt, wir fragen über Trends, über Präferenzen und so und Herausforderungen. Und dann fragen wir, welche Anbieter kennen Sie für ABM und was sagen Sie zu Ihren Produktqualität, Servicequalität, Price-Value, Value for Money, Innovation und so 8, 9 verschiedenen Kriterien befragen wir. Das bildet dann ungefähr 63% von einer Gesamtbewertung. Und die restlichen 37% darf ich als Analyst eingeben. Das geht um Marktshare, Marktgrowth und Firmenstrategie. Das sind die Inputs, die ich gebe als Analyst. Und das bildet dann die Gesamtwertung, den Sie hier sehen, dargestellt in dieser Vendor Selection Matrix. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Gartner Magic Quadrant oder einem Forrester Wave, aber es gibt interessante Unterschiede. Ich habe ja gerade beschrieben, über 60% die Bewertung kommt von dem Markt, nicht von den Analysten. Das ist ganz anders bei Gartner und bei Forrester. Da sind die Analysten 100% zuständig für die Bewertungen. Und ich weiß noch, weil ich bei beiden Firmen war, die bewerten eher das Produkt als das Unternehmen. Und die machen die Bewertung von den Unternehmen, die interessant sind für deren Kunden. Und Kunden von Gartner und Kunden von Forrester sind typischerweise Großunternehmen, hauptsächlich in den USA zentriert oder international tätig. Das heißt, wenn Sie Mittelständler hier in Deutschland sind, ist nicht unbedingt die Liste, die Gartner Group und Forrester bereitstellt, das Richtige für Ihren Bedarf. Wir befragen ja Enterprises in verschiedenen Größen, auf eine weltweite Basis. Das sind auch verschiedene Arten von Lösungen hier und die meisten Unternehmen, wenn sie ein ABM-Programm voll etabliert haben, werden 2 oder vielleicht sogar 3 verschiedenen von diesen Lösungen einsetzen. Manche sind Account-Searching, Account-Targeting-Lösungen, manche sind Intent-Messungssysteme, manche sind Predictive-Analytics-Systeme, manche sind sogar nur Werbungssysteme wie RRP. Einige sind europäische Firmen. MRP ist in Irland, geht schnell runter. Jabno ist Headquarters USA offiziell, kommt aber aus Paris. Ja, das war's. Aber einige Firmen haben gute Repräsentation, auch in Europa. TechTarget zum Beispiel hat ihre Büro hier in Deutschland. Wir machen hier deutschsprachiges Webinar. Es sind nicht viele von diesen Firmen, die hier in Deutschland explizit tätig sind. Sogar Demandbase hat es nur bis London bis jetzt geschafft, wie die meisten amerikanischen Softwarefirmen. So, basiert auf die Input von Markt und meine Bewertung noch dazu, sehen Sie die Bewertung von TechMarket jetzt in diesem Overall Vendor Selection Matrix. Ah ja, dieses Report ist Basis von einem globalen Report, welches TechTarget, glaube ich, zur Verfügung hat als Reprint. Das heißt, Sie können als TechTarget Ansprechpartner nachfragen und eine Kopie von dieses Report, das volle Report bekommen, wo ein Profil von TechTarget dabei ist und weitere Informationen, die ich geschrieben habe zu den Trends in Account-Based Marketing. Ansonsten stehe ich auch noch zur Verfügung für weitere Informationen. Ups, da, jetzt muss ich zurückgucken. Ah, das hätte nicht sein sollen. So, da sind meine Kontaktinformationen. Ich glaube, diese ganzen Slides kriegen Sie sowieso nachgeschickt, wenn wir fertig sind. Also, Henrik, an dich zurück. Wunderbar, Peter, vielen Dank. Wirklich sehr spannend. Und auch die Studie ist sehr, sehr spannend. Von meiner Seite eine Frage, die wird ja jedes Jahr dann gemacht werden, oder? Macht ihr die jedes Jahr? Okay, perfekt. Toll, also wenn es dazu Fragen gibt zu der Studie, bitte dann an Peter einfach sich melden bzw. adressieren. Und ich freue mich jetzt, dass wir Alexandra und Cori und ich über das Thema ABM ein bisschen im praktischen Bereich sprechen können bezüglich der Teradata-Strategie in diesem Umfeld mit Teradata. Und da
kann Alexandra auch gleich noch ein bisschen was zu sagen zu dem Unternehmen, arbeiten TechTarget ja schon weltweit ziemlich lange zusammen, ein paar Jahre. Wir machen auch sehr, sehr viel ABM-Maßnahmen. Und demzufolge ist es natürlich spannend, einfach mal zu hören, diesen Insight-Blick zu bekommen. Und ich denke mal, das ist für alle auch Teilnehmer ist interessant zu hören, wie das im praktischen Umfeld umgesetzt wird und welche Erfahrungswerte dann dementsprechend Teradata ja, mit diesen Ansätzen gefahren hat. Also wenn wir mal reingehen, Alexandra, in diese Thematik, würde ich einfach gerne mal so ein bisschen erfahren erstmal, welche Schritte habt ihr intern denn unternommen, um eure ABM-Strategie dementsprechend zu entwickeln und aufzubauen? Das ist, und wie lange macht ihr das schon? Das ist glaube ich, constant work in progress für die letzten 5 Jahre. Ich bin selber jetzt seit 9 Jahren ungefähr bei Teradata in unterschiedlichen Rollen im Marketing, bin jetzt Director Demand Gen seit 2 Jahren. Und ich habe oder in diesem Demand-Gen-Job seit 2,5 Jahren. Und wir haben in der gesamten Zeit immer wieder drüber nachdenken müssen, wie wir eigentlich besser werden können. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass Peter gesagt hat, in Deutschland hinkt man vielleicht so ein bisschen hinterher. Und wenn es hier Firmen machen, dann Subsidiaries von großen amerikanischen Firmen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich meinen Job so geil finde, weil ich auf der einen Seite so ein bisschen teilhaben kann. Klar, Teradata ist auch eine der benannten Firmen aus Kalifornien, die da vielleicht schon relativ weit vorne sind. Aber wir sind bei weitem noch nicht fertig, weil wir haben vor ein paar Jahren angefangen und haben uns überlegt, okay, du hast einen monolithischen Account und du hast einen ganzen Markt, wir haben vorhin über dein Total Addressable Market gesprochen, du hast einen ganzen Markt voll dieser Accounts. Dann haben wir uns zunächst überlegt, an welche dieser Accounts könnten wir den Teradata verkaufen. Teradata ist eine, Achtung, festhalten, Connected Multi-Cloud Data Platform for Enterprise Analytics. That's a mouthful. Das ist also keine Lösung für jedermann, sondern man muss wirklich, wirklich super advanced Analytics machen wollen. Das heißt, eine Teradata würde zum Thema Accountliste gar nicht auf die Idee kommen, an jede Firma ranzutreten und zu sagen, wollt ihr 100 Gramm Analytics kaufen? Und deswegen haben wir vor Jahren uns sehr, sehr stark eingeschränkt. Wir haben gesagt, wir wollen nur die ganz Großen arbeiten. So. Und dann sind ja solche großen Accounts riesige, wie gesagt, Monolithe. Und da musst du ja dann erstmal, sage ich jetzt mal, die Tür finden, wo du dann in so einen großen Account überhaupt reinkommst. Das war vor Jahren einfach noch so die Aufgabe im Marketing. Und dann haben wir festgestellt, ja, jetzt haben wir doch Türen aufgemacht. Warum gehen denn die Sales-Leute jetzt nicht durch? Was ist denn jetzt los? Jetzt verkauft ja immer noch keiner. Das heißt, wir haben dann festgestellt, aus diesem Monolith heraus ist unsere nächste Aufgabe im Marketing, rauszufinden, wer sind die Menschen in diesem Account? Weil ich höre sehr, sehr oft, ja, Business-to-Business-Marketing läuft ja ganz anders als B2C. Am Ende des Tages kaufen und entscheiden, auch von uns, von allen B2B-Unternehmen, es kaufen Menschen. Menschen, das heißt, genau. Wir mussten zuerst dann rausfinden, wer sind die Menschen in diesem großen Account, an die wir rantreten müssen. Und dann haben wir eben angefangen, miteinander zu arbeiten und dieses Thema Intent-Signale in den Vordergrund zu rücken. Und zu sagen, okay, von allen Accounts, die wir gerne hätten, wer davon wacht denn gerade für unser Thema auf? Das nächste, was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, und wer sind die Personen, die da dahinter stehen, die gerade aufwachen? Und dann haben wir wieder unsere Sales-Leute hingeschickt und haben gesagt, du, die haben downgeloadet, die haben Webinar teilgenommen, da musst du hinfahren, die sind toll. Und unsere Sales-Leute kamen zurück und haben gesagt, Alex, kein guter Lead, danke, fahre ich nicht mehr hin. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, wir haben doch aber. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den Peter gerade vorhin gebracht hat. Wenn man nur über so eine Lead-Management-Plattform reinkam, und es soll eben nicht besserwisserisch klingen, weil auch für uns ist es absolut eine Journey, es ist Work in Progress, wir sind noch lange nicht da, wo wir vielleicht sein könnten. Aber vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ja, aber wenn einer was runtergeladen hat, der hat doch gezeigt, dass er Interesse hat oder wenn einer unsere Webseite besucht hat. Und dann haben wir angefangen, Interaktionen mit Kunden quasi zu sammeln oder mit Interaktionen mit Individuen zu sammeln und zu scoren und aufzuaddieren. Also kommt jemand auf die Webseite, paar Punkte, kommt jemand in ein Webinar und bleibt dann noch die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen bleibt. Dann haben wir mehr Interaktion, dann kommt er wieder auf die Webseite und dann lädt er vielleicht noch was runter. Und das
hat uns dann einen hohen Engagement Score beigebracht. Das heißt, wir sind wieder als Marketing zum AE und zum Sales gegangen und haben gesagt, du, jetzt der Kunde, der Kontakt, der ist heiß, der hat jetzt gerade im letzten Monat 5 Interactions mit uns gehabt. Ist eine hohe Engagement Rate. Du musst da hinfahren, du musst mit dem reden. Und dann kamen die wieder zurück und haben gesagt, ja, das hat den aber nicht so interessiert, was wir da zu sagen hatten. Und dann haben wir gesagt, oh Mann, hey, echt, wenn wir marketingseitig so weitermachen, weil ich will ja, also mein Ziel ist es ja nicht, unsere Ressourcen im Sales zu verschwenden, indem ich sage, da muss hinfahren und der muss noch, sondern was ich sehe, die Aufgabe von diesem ganzen Account-Based Marketing darin, die Buying-Teams zu identifizieren, die für ein Thema aufwachen und dann den Sales nur dorthin zu schicken, wo ich sage, da ist die größte rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass du da auch was verkaufst. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, fällt jetzt nichts Besseres ein. Sagen wir, der Business-Need, den wir oder den Pain-Point, den wir lösen können, ist, jemand muss von A nach B. Dann kann ich dem ein Auto anbieten. So, dann suche ich also marketingseitig nach dem Entscheidungsträger, nach einem im Unternehmen, der einen Jobtitel hat, wo ich sage, ja, der könnte Budget für ein Auto, könnte der entscheiden. Aber wenn der dann im Unternehmen sitzt und sich einmal umblickt und sagt, hey, ich überlege, ob ich ein Auto kaufe, um von A nach B zu kommen, aber hat hier irgendjemand einen Führerschein? Und sein ganzes Team wird sagen, wir fahren bislang immer mit dem Fahrrad, kann ich nicht bedienen, sowas. Dann haben ja ganz viele andere Leute diese Entscheidung mit beeinflusst. Und so haben wir dann angefangen, quasi von diesem Lead-Management des Einzelpersonen betrachtet. Und wo wir sagen, die Einzelperson, der will uns kaufen, der will. Ja, mag ja sein, dass der wollte, aber der wurde dann von anderen Leuten in seinem Buying-Team beeinflusst. Oder es gibt auch ganz viele Projekte, die innerhalb einer Firma, jetzt wird es noch komplexer, selbst wenn ein ganzes Buying-Team sich einig ist, um von A nach B zu kommen, brauchen wir ein Auto und wir schulen Leute und die können das ab jetzt bedienen und wir machen das. Es gibt ganz viele solcher Projekte, die auch an, sage ich jetzt mal, innenpolitischen Firmen interner scheitern. Es gibt ganz viele Projekte, wo man dann einfach noch einen oben drüber braucht, der dann das Budget approved, sage ich jetzt mal ganz schnöde, und der sagt, du, ich hab gerade ganz andere Sachen zu lösen, als dass deine Fachabteilung hier von A nach B kommt. Ist mir gerade egal. Das heißt, so gut wir in dem Einzelscoring waren vor ein paar Jahren und so sehr wir davon überzeugt waren, dass der Sales jetzt da doch hinfahren muss, so sehr haben wir gelernt, da gibt es noch ganz viele andere, sage ich jetzt mal, Komponenten, die mit reinspielen in Entscheidungsprozesse. Und so haben wir, und ich, klar, die Datenbank, Tusi muss das sagen, so haben wir angefangen, immer mehr Datenpunkte zu sammeln und so eine Art Account Intelligence aufzubauen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg aus diesem Einzelscoring des einzelnen Leads hin uns zu wenden zu der Zusammenstellung von Buying Teams. Und wenn wir dann wissen, wer in einem Buying Team ist und wen wie influenced, beeinflusst und an wen reportet, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist dann klar, wir versuchen dann, sage ich mal, alle Job-Levels gleichermaßen marketingseitig zu beeinflussen. Wir versuchen, Peter hat jetzt gerade so schön gesagt, wenn die Leute auf unsere Webseite kommen, dann sollten die doch andere Sachen sehen. Wir versuchen jemanden, der, jetzt bleibe ich bei dem Beispiel, die Leute mit dem Führerschein, die Data Science-Leute, die würden dann andere Schulungsangebote bekommen, wie der Hauptabteilungsleiter, der den Painpoint hat, weil er von A nach B muss. Und dann würden wir dem quasi eher den Business-Nutzen in den Vordergrund stellen. Und der oben drüber sitzt, der das Budget approved, würden wir sagen, du, wenn du übrigens meinen ganzen Fuhrpark für jede von deiner Abteilungen anschaffen würdest, dann könntest du viel schneller überall hin. Also wir müssen marketingseitig auf der einen Seite anders mit den unterschiedlichen Job-Levels sprechen, um an die ganzen Buying-Teams ranzukommen. Wieder zum Thema, schränk dich nicht ein. Rede mit dem ganzen Buying-Team. Auch wenn am Ende des Tages deine PO nur von einer Person unterschrieben wird, diese eine Person hat diese Entscheidung nicht im luftleeren Raum alleine getroffen im Unternehmen. Da sind ganz viele andere Stimmen mit dabei. Und das Zweite, ganz kurz noch, ja, klar. Das Zweite, und jetzt wird es noch komplexer, ist, und das ist eben jetzt zum Thema Intent-Signale, dann hast du ein Buying-Team identifiziert, das für unser Thema total warm wird. Und dann stellen wir fest, schicken wir wieder einen Vertriebler hin, sagen, jetzt aber, das ganze Team liebt uns. Und dann stellen wir fest, vielleicht hat dieses Team in dem Moment gar nicht, wie soll ich jetzt sagen, gar nicht das Durchsetzungsvermögen im eigenen Unternehmen, sowas durchzuwinken,
Vielleicht haben die gerade woanders einen größeren Painpoint. Also dieses ganze Thema, sage ich jetzt mal, Psychographics eines Buying Teams. Und an wen muss ich mich im Unternehmen ranhängen, weil das so ein Forward-Thinker ist, so ein Mover, der sagt, mir wurscht, dann lege ich mich halt mit 5 Kollegen an, aber ich bin überzeugt, das ist die richtige Lösung. Wir machen das, diese Leute gilt es zu finden und nicht Kaffee zu trinken mit den furchtbar netten anderen Leuten im Unternehmen, die immer Zeit haben. Die gehen auch ganz viel mit uns Kaffee trinken, kaufen und entscheiden werden die dann am Ende des Tages nicht. Also es geht jetzt weiter in Richtung weiter raffinieren, was wir an Daten haben, immer weiter granular reinzugehen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, mein Plan ist es nicht, Vertriebsstunden zu verbrennen, indem ich sie auf die falschen Leads ansetze. Und wir haben vorhin noch davon gesprochen, dass Zusammenarbeit, Marketing, Sales, Marketing, ich sehe das gar nicht mehr als so große Trennung zwischen Sales und Marketing. Ich glaube, dass das in Zukunft eher zusammenwachsen wird zu, wie soll ich das jetzt nennen, nicht Sales, eine Abteilung Marketing vielleicht. Ops, sondern ja. Revenue Ops. Weil am Ende des Tages haben wir exakt dasselbe Ziel. Nur was Marketing macht, ist quasi vorqualifizieren und runterbrechen vom Großen ins Kleine und dann zu identifizieren, jetzt aber, jetzt musst du hinfahren. Ja. Nee, absolut. Vielen Dank für die ausführliche, ne, für das ausführliche, ich sag's mal, Beantwortung der Frage. Was wir auch gesehen haben, ist ja, dass ABM letztendlich hilft, Sales-Produktivität zu steigern, aber auch Marketing-Produktivität zu steigern. Wir sehen, oder ich hatte das mal das Vergnügen, dass du mir gezeigt hast, dass ihr das sehr visuell macht in eurem System, gerade in Salesforce. Gerade diese ganzen Touchpoints, die ihr messt, das ist klar. Wir sehen es auch ganz klar, dass auch die ABM-Anbieter, die letztendlich diese Buying Center oder die Prospects oder diese Kontakte auch dementsprechend ausspielen, dass die halt einfach viel, viel mehr Value mitbieten. Wenn du, ich sage jetzt mal, über das Thema CRM sprichst, über den Einbau oder das Einsetzen von Intentsignalen in eurer CRM, wie habt ihr das gemacht, diese Automatisierung? Also ihr stellt letztendlich sehr, sehr stark dementsprechend hier diese Intentsignale in den Vordergrund für das Scoring. Hat sich das sehr, sehr gravierend verändert über die Jahre? Also es ist sozusagen von den. Wie gesagt, das muss ich jetzt wieder sagen als jemand von Teradata. Wir nutzen dafür unsere eigene Lösung. Wir nutzen also Teradata Vantage, die ja an alle möglichen Datenquellen angeschlossen werden kann. Ja. Und na gut, ihr habt ja die Lösung, darin, genau. Genau. Wir nutzen darin unsere eigenen Marketingdaten. Also wie gesagt, da bin ich noch mal mehr verwöhnt. Ja. Nicht nur kalifornische Firma und eher schon vorne dran, sondern wir nutzen auch noch unsere eigene, sage ich mal, unsere eigenen Algorithmen und unsere Database, um Intentsignale von TechTarget, aber auch von unserer Webseite, aus unseren Webinar-Plattformen. Das sind ja alles unterschiedliche Datenquellen. Die ziehen wir zusammen, processen die in unserer eigenen Analytics-Lösung. Und dann kommt der nächste Punkt, Sales-Marketing-Zusammenarbeit. Diese Schnittstelle, die haben wir, finde ich gut, dass du es gerade gesagt hast, sehr visuell aufbereitet, weil wir wollten, dass unsere AEs, unsere Inside-Sales auf ganz einfachem visuellen Weg sehen können, wenn sich in ihren Accounts was tut. Also klar kriegen die eine Alert-Notification. Da kannst du jetzt eine lange E-Mail lesen, der hat das runtergeladen, dann, der hat dann das gemacht, wir haben die anderen Leute da. Für Leute, die es lieber im Text haben, sehr gerne. Aber wir haben halt noch so eine Art Account-individuelles Dashboard gebaut und wenn sich in diesem Dashboard was tut, dann kriegen quasi die Inside Sales oder AEs in charge of this account, kriegen dann eine, sag ich mal, dann geht dann die rote Lampe an, muss mal hier kurz drauf gucken und dann können die in dieses Dashboard gucken und sehen, welche Kampagnen wurden gefahren, mit welchem Erfolg, also wie viele Marketing-Responses kamen zurück und was kann man tatsächlich als Intent-Signal daraus ableiten und dann als nächstes der Vorschlag, Next Best Offer, was würden wir marketingseitig vorschlagen, was du jetzt tust? Und auch da nochmal so vielleicht an den deutschen Markt, was man nie machen sollte, ist dann beim Kunden anrufen und sagen, ich weiß, was du letzten Sommer geklickt hast und ich sehe doch, dass wir es runtergeladen haben. Nein, bitte nicht creepy werden, sondern einfach sagen, pass auf, ich verstehe, dass dein Painpoint folgender ist. Ich höre, du interessierst dich für das und das. Wir arbeiten mit 10 anderen Firmen zusammen, die genau das und das schon erfolgreich machen. Gerne zeige ich dir, wie das geht.
auf Augenhöhe Gemeinsamkeiten herstellen und nicht sagen, naja, ich weiß, was sie gemacht haben und ich weiß, deswegen müssen wir. Und ihr bildet es, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ihr bildet es ja auch im System virtuell ab. Und zwar, ihr schaut euch nicht jetzt nur einzelne Kontakte an, ja, Leads sozusagen, sondern ihr fügt die alle zusammen in dieses Bindset. Genau. Und das ist sehr entscheidend, oder? Gerade mal bei ABM-Bereich dann. Ganz genau. Aber wie gesagt, da sind wir auch noch nicht ja. perfekt. Ja. Aber da soll die Reise hingehen. Ja, genau. Okay, klasse, ja, super. Wenn wir jetzt mal Schlagwort, ich sage jetzt mal, diese Automatisierung von Prozessen, welche Vorteile siehst du da in der Zielerreichung von euch? Ich meine, jeder Marketer, B2B-Marketer hat ja Ziele, ja, sei es Net New, ABM-Kontakte oder dementsprechend halt Pipeline-Generierung. Das kann man dann schon ganz gut abbilden. Dann, ne? Genau. Wenn so sagt. Ich würde sagen, wir können es nur durch Automatisierung abbilden. Nur durch Automatisierung. Alles, was wir gerade besprochen haben, ist auf der einen Seite so hochdynamisch, das kannst du gar nicht mehr händisch irgendwie, da wärst du ja, kaum wärst du fertig, musst du von vorne anfangen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch vorhin gesagt, Total Addressable Market. Ich muss erstmal an den ganzen Markt rantreten und dann gucke ich, wer von den Accounts entwickelt sich denn jetzt wie weiter? Wacht da einer auf? Und bevor ich dann einen Salesman auf einen, sage ich jetzt mal, kalten Account losschicke, schicke ich den doch eher an die Accounts, von denen ich sehe, okay, die kommen anscheinend und wachen auf zu dem Thema. Und das ist etwas, was nur funktioniert, wenn alle deine Systeme wirklich direkt integriert sind. Also die Tech-Target-Intent-Signale, die spielen wir direkt in unser Salesforce. Wir haben unser Marketing, wir arbeiten nicht mit Marketo, wir arbeiten mit einem anderen E-Mail-Marketing-Tool. Wir haben unterschiedliche weitere Tools, die uns unterstützen, Account Intelligence aufzubauen. Wir gucken, was auf unserer Webseite passiert. Wir arbeiten mit Drittanbietern, was auf deren Webseiten passiert. Wir versuchen, so ein umfassendes Bild zu kriegen. Und das funktioniert nur, wenn es automatisch integriert ist. Also in Anbetracht dieser vielen Datenquellen und Datenpunkte, die wir dauernd sammeln, würde es sonst nicht funktionieren. Super. Was ganz kurz eine Frage nochmal einzubauen hier von einem Teilnehmer. Wo bekommt man ABM-Listen her, ne? Wenn der Kunde beispielsweise keinen hat oder wenn man sozusagen keine Ressourcen dafür hat, dass Sales sozusagen auch keine Account-Listen bereitstellt. Da ist es wirklich so, dass da hatten wir ja gesagt, das ABM-Lookalike-Modell wirklich das hilft. Wir machen das sehr, sehr viel, auch für Teradata. Wir hatten ja das Echtzeitbeispiel gesehen, dass wir hier sozusagen eine Lookalike-Analyse gemacht haben und einfach auf Basis von den Echtzeit-Intent-Signalen und deswegen, das ist so das Entscheidende, gerade im ABM-Bereich auch, dass man halt einfach diese Intent-Signale misst, um potenzielle Opportunities bzw. neue Firmen, die im Markt sind, halt zu identifizieren. Und das haben wir auch für euch gemacht, diese Lookalike-Analyse, die pflegen wir ja auch in eure Systeme rein. Das ist natürlich schon dann auch eine Hilfe. Und das ist die Frage jetzt, hat Sales oder wie nimmt Sales so, ich sag's mal, Lookalike-Accounts an? Sehen die das als Mehrwert oder sagen die, ich bin doch nur fokussiert auf meine jetzt Target-Accounts und wie kann man oder wie bekommst du das hin, Sales sozusagen dahin zu bekommen, dass sie dann auch diese Lookalikes dementsprechend fokussieren? Also ich muss sagen, gibt es da so eine Diskussion intern? Ja, auf jeden Fall gibt es eine Diskussion. Mhm. Auch da wieder, ich sage ja, wir sind selber auf einer Journey. Ich habe vor 2 Jahren habe ich gesagt, und dann kam ihr mit den Lookalikes und ich habe mir die angeschaut. Und dann habe ich festgestellt, wenn wir in Teradata unsere Target-Account-Liste festgelegt haben, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, welche Accounts wären denn groß genug. Und das kam von Sales meistens, ne? Das wird von unserer GTM-Organisation festgelegt. Genau, das ist unser strategischer Approach. Alles gut. Ich möchte auch den absolut nicht in Frage stellen, weil unser strategischer Approach sagt quasi, wenn wir an einen Account ran wollen, dann stellen wir da einen Account-Owner, einen Consultant, einen Architekten, stellen wir alles bereit. Das können wir nicht für alle Accounts dieser Welt machen. Also machen wir es für eine bestimmte Anzahl von Accounts, von denen wir sagen, das könnte was werden. Jetzt nennen wir aber einen Account, ich bleibe jetzt mal bei einem Beispiel aus Europa, einen Account, den nennen wir halt Banque Populaire. That's it. Da sagen wir, den hätten wir gern. Und dann kamt ihr um die Ecke und habt gesagt, du, Alex, hier sind noch Banking-Accounts und da steht Natixis mit drauf oder Nataxis oder wie man so spricht. Und dann habe ich mir nur wieder das. Und dann habe ich es nochmal nachgeguckt und habe gesehen, oh, das ist die Investment-Branch von der Banque Populaire.
Also das, was ihr uns geschickt habt, war eigentlich gar nichts anderes als unsere Target Account List. Aber wir haben uns insofern eingeschränkt, als dass wir halt eine bestimmte Domain und eine bestimmte Firmenbezeichnung fahren für einen bestimmten Account. Und dann kamt ihr um die Ecke und habt gesagt, hey, ihr solltet aber diese, jene und die andere Domain vielleicht auch noch sehen. Also haben wir eigentlich nicht unsere Target Account List erweitert mit diesen Lookalikes, sondern wir haben sie eigentlich ergänzt. Smart gemacht und holistischer gesehen, weil eine große Bank kann ja sein, dass die 5 verschiedene Consumer Brands hat. Dann hat die auch 5 verschiedene Domains und eigentlich müssten wir die alle in unser Account-Based Marketing Modell aufnehmen und so schlau waren wir vor ein paar Jahren noch nicht. Ja, absolut. Also das ist richtig. Ne? Die Intelligenz oder smart zu sein und smart ABM zu machen, ist sicherlich das Entscheidende heutzutage. Wenn wir in diese Lookalikes reingehen, Lookalike-Strategie, klar, erweiterte Account-Potenziale. Wenn wir reingehen über die Signale, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die in euer System fließen. Gibt es von deinen Erfahrungswerten noch irgendetwas, was du sagen könntest? Mensch, da habe ich vielleicht... war ich nicht so ganz schlau am Anfang, ja, smart, sagen wir so, und das hätte ich besser machen können. Und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen von euren Unternehmenserfahrungswerten im Bereich von ABM ein bisschen was mitteilen, den Teilnehmern. Was könnte man sozusagen mal so Pitfalls, was kann man vielleicht vermeiden oder was sollte man vermeiden und was sind eigentlich ganz gute Sachen gewesen von euren Ansätzen, wo ihr sagt, okay, das hat funktioniert, ja, das hat für uns funktioniert. Also wie gesagt, meine Lessons learned. Wir sind auf einer Journey. Und ich glaube, wenn man sich gerade als deutsches Unternehmen jetzt uns anhört und sagt, was machen die denn alles? Das ist ja ein Riesentopf, den ich da aufmache. Ich glaube, man hat als Deutscher vielleicht so ein bisschen die Tendenz, Sachen zu lang, zu sehr ins Detail rein zu planen, anstatt einfach anzufangen und einen ersten Schritt zu machen. Weil unsere ersten Schritte, die waren nicht perfekt, Gottes Willen. Und heute werde ich hier eingeladen, ja. Und wir haben halt einfach versucht, was zu machen, haben angefangen mit einem Lead-Scoring-Model, haben das Lead-Scoring-Model seitdem mehrfach überarbeitet, um, wie der Peter vorhin gesagt hat, in doppelte Leads nicht als doppelt schmeißt man weg, sondern als doppelt so viel Interesse von dieser Person als von den anderen. Ist doch geil. Also haben wir das war so das Erste, was wir gelernt haben, dass eine Person nicht doppelt, keine Doublette ist, sondern ein Mensch, der uns 2, 3, 4, 5 Mal ein Intentsignal zeigt. Dann haben wir, wie gesagt, Lead bezogen auf die Einzelperson, haben wir dieses Scoring gemacht und dann gesagt, hier, heißer Lead, Sales vorhin. Und dann haben wir festgestellt, nicht jeder dieser Leads ist heiß. Warum ist das denn so? Und dann haben wir festgestellt, dieser Lead selber mag vielleicht recherchiert haben, hat aber vielleicht gar nicht das Durchsetzungsvermögen oder die Macht im Unternehmen, hat andere Leute im Team, die es ihnen ja jetzt nicht ausreden, aber zumindest Entscheidungen beeinflussen oder hat oben drüber einen Approver, der sagt momentan no way. Andere Prioritäten. Ja, genau. Und das sind alles, sage ich jetzt mal, Komponenten, die wir jetzt versuchen mit reinzuspielen und wegzugehen von dem Individuum, das wir nur betrachten, sondern dass wir alle betrachten. Das bedeutet für uns im Marketing aber auch, dass wir unser Messaging für die, sage ich mal, Chooser, die in den Fachbereichen sagen, ich möchte etwas lösen und würde dafür gerne mit TechTarget, mit einer Teradata, wie auch immer, zusammenarbeiten. Und wir müssen aber auch mit den Leuten sprechen, die, wie ich vorhin gesagt habe, Beispiel mit dem hat hier jemand einen Führerschein. Ich muss an die Data Scientists auch rantreten und sagen, hier kriegt er die Zertifizierung und da hat er das und lernt mal mit Teradata Vantage umzugehen und nicht alles lokal auf dem Jupyter Notebook zu machen, wenn dann einer kommt und sagt, jetzt such mal bitte nach Schrauben und nicht nach Autoreifen. Da fängst du komplett vom Scratch an, alle deine Analysen zu machen. Da gibt es einen smarteren Weg. Und du kannst trotzdem noch deine geliebten, sage ich mal, Algorithmen und Programmiersprachen nutzen. Das sind einfach Dinge. Wir haben vielleicht vor vielen Jahren diese User-Base jetzt nicht vernachlässigt. Aber wenn man dann mit unseren Sales-Leuten gesprochen hat, die müssen schon mit dem reden. Ich habe ja, die kaufen ja nicht bei mir. Ja, aber die beeinflussen die Entscheidung. Also kann ich sie marketingseitig, darf ich sie nicht vernachlässigen? Und wir haben halt mittlerweile sind wir dabei,
Projekte auszurollen, wo wir gezielt auch an User rantreten, wo wir gezielt an die Entscheider rantreten, wo wir gezielt an die rantreten, die dann am Ende die Budgets approven, um denen quasi zu ein Verständnis zu vermitteln, was sie da gerade freigegeben und unterschrieben haben und ob sie das vielleicht in anderen Abteilungen auch nutzen könnten, sollten, hätten, täten. Genau. Jetzt sehe ich gerade, dass noch eine Frage rein. Da kam eine Frage rein. Ja, magst du die gleich beantworten? Wurden die Accounts angesprochen und die Leads aufgewärmt? Genau. Für Kampagnen? Letztendlich Kampagnen, die wir fahren. Also natürlich, TechTarget hat sehr, sehr viele Beispiele. Wir haben auch sehr, sehr viele Customer Success Stories, auch zum Thema ABM. Aber jetzt Teradata spezifisch, ja, wir machen da, kann man sagen, viel Integriertes. Das heißt, wir sprechen die an mit Content, wir sprechen die an mit Branding, wir versuchen sozusagen dementsprechend hier dieses ganze Buying-Team und diese Intentsignale, die wir messen, sozusagen einzusetzen, um das Ganze zu beeinflussen auf unserem Netzwerk. Und wenn man jetzt über Teradata spricht, die machen das natürlich dann auch von ihren Marketingmaßnahmen auf ihren Daten basiert, beziehungsweise in ihrem Nurture, um dann dementsprechend hier die weiter anzureichern. Vielleicht noch eine ganz interessante Frage wäre, was habt ihr so ein Scoring-Modell? Ist das basiert wirklich, also was wir immer sehen, gerade im Nurture, wenn wir machen auch sehr viel Marketing-Automation, Nurture für unsere Partner und Kunden, ist, dass wir sozusagen auch diese Intent-Signale scoren. Wir haben die Job-Title, Job-Functions, ne, Entscheider-Level und alles Mögliche. Das wird sozusagen alles mit in dieses ganze Scoring-Modell eingebaut. Das habt ihr wahrscheinlich auch. Und welche Erfahrungswerte habt ihr da gemacht, Alex? Auch da, unser Scoring-Modell wurde immer, immer weiter verfeinert. Am Anfang haben wir, sage ich jetzt mal, alle gleich behandelt und haben immer gesagt, es ist doch super, wenn jemand die Webseite besucht und dann noch ein Webinar und dann noch das White Paper runterlädt, dann addieren wir auf und wenn der dann sein Threshold von 50 Scores irgendwie überschritten hat, dann sagen wir dem AI Bescheid und sagen, jetzt musst du den Lead anrufen. Das war so das ganz einfache, sage ich jetzt mal, relativ lineare Scoring-Modell, das aber ein Unterschied sieht zwischen Webseitenbesuch und ich buche ein Flugticket und fliege auf eure Konferenz. Weil das ist für den Kunden mit viel mehr Stress verbunden. Und da haben wir von vornherein gesagt, okay, wenn jemand wirklich uns so lieb hat, dass er nach San Diego fliegt und eine Woche mit uns verbringt, dann ist der im Scoring sofort ganz oben. Wohingegen, wenn er die Webseite einmal besucht, dann fängt seine Customer Journey eigentlich erst an. Und dann müssen wir ein paar Score-Sachen hinterher werfen. Zum Thema, wie habt ihr die Leads aufgewärmt? Wir haben halt dann versucht, sage ich jetzt mal auch auf Job-Titles und auf der Klick-Historie oder der Historie des Kunden, die wir haben, versuchen, weiteres Engagement anzuregen und einem Data Scientist halt eine Zertifizierung anzubieten oder einem Entscheider, nochmal ein Webinar anzubieten, irgendwie so. Und dann zu dem Thema Scoring-Modell, das war vor Jahren, war es einfach sehr, sehr linear. Also wir haben unterschiedliche Scores für unterschiedliche Engagements und Aktionen verteilt, aber linear alle gleich behandelt. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ein Mensch in einer Firma tätig ist, die schon lange mit Teradata zusammenarbeitet. Weil da kann es super gut und gern sein, dass jemand ein Flugticket bucht und nach San Diego fliegt. Die kennen uns ja, die mögen uns ja. Und dann ist es so, dass wir, wenn jetzt jemand ein Webinar besucht und dann noch irgendwie eine Interaktion hat und relativ hoch scored, wir sagen das dem Sales schon, aber nicht mit so einer, du musst jetzt da anrufen, weil der Sales wird sagen, ja, Alex, weiß ich kenne den doch. Der fliegt doch mit mir nach San Diego. Aber danke für die Info, liebes Marketing. Ja. Aber anders ist es bei den Accounts, die wir einfach noch nicht kennen. Oder anders ist es bei, ich mache im Demand-Gen auch viel Buying-Team-Expansion, weil oftmals kennt ein AI zwei Business-Units in der Firma, aber wir wollen ja auch an andere Business-Units ran. Wir haben ja, weil wir mit denen arbeiten, heißt es ja nicht, dass wir nicht was auch hätten für Marketing. Wir haben Cookies gehen weg. Wir haben eine Lösung dafür, wie man ohne Third-Party-Cookies auskommt. Das heißt, wir müssten ja jetzt auch in bestehenden Accounts, die wir gut kennen, anfangen, mit den Marketing-Leuten zu sprechen. Und vorher haben wir vielleicht nur mit den Supply-Chain-Leuten oder den Risk-Managern oder so gesprochen. Das heißt, wenn ich entweder eine neue Line of Business, ein anderes Buying-Team identifiziere, das ich noch nicht kenne, dann behandle ich das wie Neukunden. Oder wenn ich mich wirklich im kompletten Neukundensegment befinde,
wo ich noch kaum Wissen über den Account aufgebaut habe. Da scoret unser Modell anders. Jedes Mal, wenn dann jemand von diesen Unbekannten etwas mit uns tut, dann sagen wir es zumindest dem AI. Wir haben da diesen Scoring Threshold auch ein bisschen runtergesetzt, damit der AI schneller Bescheid bekommt. Und was wir auch gemacht haben zum Thema Scoring-Modell, wir haben sogenannte Handraiser, nennen wir die Scores, benannt, weil das einfach Interaktionen mit Kunden sind, von denen wir sagen, wenn das passiert, dann ist der Path to Opportunity fast linear. Weil wenn sich, gerade in deutschen Unternehmen, wenn sich jemand auf unsere Webseite verirrt und dort, ich sage immer, die Leute schreiben uns einen Liebesbrief, die gehen auf unser Kontaktformular und die setzen sich dahin und schreiben uns, wir haben das, wir hätten gern das, wir haben diesen Painpoint, wir haben dieses Budget und ich muss das für nächstes Jahr, muss ich das noch aufbudgetieren und bitte ruft mich zurück. Wenn jemand das ausfüllt, das ist der heißeste Lead, den ich kriegen kann, das ist definitiv so ein Handraiser. Und wenn das dann noch von einem Neukunden passiert, dann müssen bei uns, ich habe vorhin gesagt, diese rote Lampe, alle Alarm. Da geht die Alarm, genau, der Alarm los und die, genau, dann stürmen sie los sozusagen. Genau. Super, Alex, also echt spannend und vielen Dank für die ganzen tollen Einblicke, was Teradata macht im ABM-Bereich, aber auch wie ihr Intentsignale nutzt. Ich sehe gerade, wir sind jetzt am Ende unseres Webinars. Möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, ganz speziell natürlich auch nochmal an Peter und für deine Zeit. Danke, Peter. Und auch an Alex natürlich für die ganzen hilfreichen und nützlichen Tipps und Informationen. Ja, vielen Dank. Wir wünschen einen ganz schönen Tag und wir hoffen, dass wir uns demnächst bald entweder live oder auch natürlich gerne per Telefon auch nochmal sprechen. Alles Gute und wenn Sie da noch Fragen haben, im Abschluss einfach melden. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ciao.